Ja, die Heide, die überzeugt mich wirklich schon. Und jetzt darf ich Ihnen vorstellen, die Chefgärtnerin hier im Findlingspark Nochten, Simone Dietrich. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Das ist ein Traum. Was für eine Art von Heide ist das, Frau Dietrich? Hallo erstmal und herzlich willkommen in unserem Park. Wir sitzen hier in der Winterheide. Die Winterheide blüht jetzt, also noch im April. Hier kommt uns das kalte Wetter noch zugute, weil ansonsten wäre es jetzt schon im Verblühen. Das hilft gerade sehr, ne? Und das ist üppig bepflanzt. Wie viele verschiedene Töpfe wurden hier versenkt in den Boden? Also wir pflanzen 5 Pflanzen auf einen Quadratmeter. Ja. Aber das Besondere bei der Winterheide ist, die breitet sich aus. Die macht wie ein Kissen, niedrig und in dichten Teppich. Muss auch nicht geschnitten werden, pflegeleicht. Und die zupfen Sie dann einfach aus nach der Blüte oder einfach? Bei der Winterheide machen wir gar nichts. Das Vertrocknete oder wenn sie mal was austrocknet, schneiden wir raus. Aber ansonsten braucht man bei der Winterheide gar nichts machen, im Gegensatz zur Sommerheide. Mhm. Die Sommerheide ist dann schon intensiver. Die muss nämlich dann geschnitten werden. Die gucken wir uns gleich an, aber noch eine Frage zur Heide. Die braucht ja Torf, also einen sauren Boden. Sie braucht auch eine gewisse Feuchtigkeit. Und das ist jetzt im Angesicht einer Klimaveränderung eher ein bisschen so der, ja, ich sag mal, Klimaverlierer so ein bisschen. Ja. Oder ist das, stimmt das nicht? Ja, gerade bei der Winterheide, die braucht mehr Wasser wie Sommerheide, weil die kommt ja auch aus dem Gebirge, ist feuchte Luft auch gewohnt. Da müssen wir sehen, was die Jahre uns dann so bringen. Im Moment haben wir ja einen eigenen Brunnen und Wasser zur Verfügung, aber einmal die Woche muss es schon gewässert werden im die Winterheide. Und hält die auch über 20 Jahre sozusagen die Form oder wurden die schon ausgetauscht? Nein, nicht ganz. Also wir geben so 10 nach 10, 12 Jahren tauschen wir die Pflanzen aus. Ja. Das merkt man dann. Dann wird die Pflanze müde. Oh, es gibt auch einige, die halten länger durch, aber so 10, 12 Jahre ist so die Richtlinie. Dann gucken wir uns jetzt die Sommerheide an. Das ist noch viel mehr als bei der Winterheide. Dann lassen Sie uns mal hingehen. Der große Unterschied zwischen Sommerheide und Winterheide ist erstmal der Blühhöhepunkt. Das ist im August. Also Sommerheide blüht im August. Wenn es draußen lila wird, die Naturheide, dann blühen unsere 100 Sorten, die wir hier gepflanzt haben, auch. Und der ganz besondere Unterschied ist, dass die Sommerheide geschnitten werden muss. Okay, wann ist da der richtige Zeitpunkt? Jetzt im April. Also das, was hier steht, ist jetzt schon geschnitten? Das ist schon geschnitten. Da sind die Mädels sind auch gerade dabei, da voll durchzuziehen, weil das muss bis Ende April muss es erledigt sein, weil dann der Neuaustrieb für die Blüte im August kommt. Und wie viele Köpfe haben die so vor sich? Ja, das sind 40.000. Okay. Und wenn man das geschafft hat, ist man schon zufrieden. Das Wichtige ist, dass es auch alles aufgelesen werden muss. Nicht nur wegen der Sauberkeit, sondern auch, weil Krankheiten in den verblühten Ständen da. Sie haben sowohl eine Winterheide als auch eine Sommerheide in der Hand, um auch mir zu zeigen, wo da der kleine Unterschied ist. Genau, das habe ich gleich mal mitgebracht. Das ist ja die Winterheide, die auch jetzt noch blüht. Ja. Das ist die Sommerheide, die jetzt geschnitten wird. Das sind die verblühten Rispen, die man abschneidet. Mhm. Also 2 Drittel schneidet man ab, 1 Drittel bleibt noch stehen. Und auf einen Blick kann man erkennen, Sommerheide und Winterheide am Blatt. Das ist schuppiger. Genau, die Sommerheide hat dickere Blätter und sind schuppig angeordnet. Mhm. Und die Winterheide hat ganz einzelne Nadeln als Blätter. Winterheide, Nadelbaum. Weihnachtsbaum. Okay, gute Eselsbrücke.